Herr Professor Wöckel, wir sind in San Antonio beim San Antonio Breast Cancer Symposium 2022 und wir haben einen Vortrag gehabt mit dem Update zur MONARCH-E-Studie. Worum ging es da drin und was wurde da berichtet? Spannender Vortrag mit dem Abemaciclib in der Adjuvantensituation. Eine Substanz, die wir ja aus der Metastasierung schon gut kennen und wo wir schon vor einigen Jahren und von verschiedensten Kongressen immer ein gutes PFS hatten. Mittlerweile auch OS-Daten seit dem ESMO und diese Substanz eben auch in der Adjuvantensituation. Das Besondere an diesem CDK4/6-Inhibitor ist, dass er ja nicht nur die CDK4 und 6 hemmt, sondern auch noch eine partielle Wirkung in einer CDK2. Deswegen hat man sich überlegt, das Ganze eben auch in der Adjuvantensituation auszuprobieren, bei Patienten mit einem höheren Rückfallrisiko. Es gibt zwei Kohorten in dieser Studie. Diese Kohorte 1, von der wir alle sprechen und die auch in Deutschland zur Zulassung geführt hat, ist eine Kohorte mit Patientinnen mit mehr als 4 Lymphknoten, die positiv waren, oder 1 bis 3 Lymphknoten plus definierter Zusatzkriterien. Und die Kohorte 2 würden wir so in Deutschland als die Intermediate-Risk-Gruppe bezeichnen. Die Kohorte 1 war schon in den vergangenen Jahren positiv mit den Endpunkten IDFS und Distant-Free-Survival. Das heißt aus unserer Sicht ein ganz relevanter Endpunkt, eben nicht nur das Lokalrezidiv beschreibend, sondern auch wirklich die Metastasenhäufigkeit. Und zwar nicht nur ossär, sondern eben auch viszeral, ganz wichtiger Punkt. Und diese Daten waren schon positiv und wurden jetzt noch positiver. Das heißt tatsächlich, in den Kaplan-Meier-Kurven gehen die Kurven auseinander. Wir sehen ja häufig nach einem Verlauf von 3 bis 4 Jahren, dass sich die Kurven wieder annähern, wie in so einer Bananenform. Aber hier gehen sie wirklich weiter auseinander. Der Endpunkt des Gesamtüberlebens wurde ebenfalls mitgeprüft oder abgefragt. Der ist noch nicht reif genug. Da gab es noch keinen Unterschied. Aber was man sieht, ist, dass die Anzahl der metastasierten Patientinnen in dieser Kohorte 1 tatsächlich bei der Abemaciclib-Gruppe die Hälfte ist, wie derer, die in der Kontrollgruppe waren. Das heißt, dieser Überlebensvorteil wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit sicherlich durchsetzen und damit ist es eine hocheffektive Therapie für diese Patientinnen, die in diese Kohorte 1 reinfallen. Und die Kontrollgruppe hat ja auch Therapie bekommen. Es ist ja nicht, dass die ohne Therapie waren. Richtig. Die haben eine antihormonelle Therapie, wie bisher gehabt, bekommen und die anderen haben für 2 Jahre... Genau, für 2 Jahre das Abemaciclib quasi on top bekommen, richtig. Ja. Und dann zeigt sich, selbst wenn es nicht mehr genommen wird, dass immer noch die Kurven entsprechend sich verhalten, dass der Vorteil ist. Richtig. Und mittlerweile geht es schon sogar um die Diskussion, ob man das nicht deeskalieren könnte. Ich denke, dafür ist es aber auch zu früh im Augenblick. Jetzt sollte man erstmal abwarten, bis das Gesamtüberleben wirklich positiv ist, um zu überlegen, ob man vielleicht früher irgendwo mit aussteigen kann. Aber offensichtlich ist das ein gutes Tool, um tatsächlich Patientinnen mitten im hohen Rückfallrisiko und gerade eben diejenigen, die uns ja immer ein bisschen Sorgen gemacht haben, weil sie eben schon sehr, sehr mit einem hohen Nodalbefall in die Therapie, in die Primärtherapie reingehen, tatsächlich eben noch eine Therapie mitgeben zu können. Also ganz wichtige Studie. Ich möchte jetzt doch noch auf die Nebenwirkungen kurz eingehen, weil wir haben ja sowieso schon Nebenwirkungen bei der bisherigen antihormonellen Therapie, in welcher Form sie auch durchgeführt wird. Und jetzt hat ja das Abemaciclib noch ganz eigene Nebenwirkungen. Ist daraus, vielleicht was sind die, und ist daraus vielleicht die Idee gekommen, dass man eh die Patientin abbricht, vielleicht doch ein bisschen an der Dosis? Ganz wichtiger Punkt. Also die Frage der Nebenwirkungen wird ja nicht nur durch das Abemaciclib bestimmt, sondern überhaupt durch die Vortherapie. Man muss sich ja vorstellen, dass diese Patienten, die in die Indikation reinkommen für eine Abemaciclib-Therapie, diejenigen sind, die vorher schon High-Risk hatten. Das heißt, die hatten eine Chemotherapie, die hatten auch schon ihre Toxizitäten, hatten dann eine OP, hatten eine Strahlentherapie, kommen in die endokrine Therapie mit all ihren Nebenwirkungen und sollen jetzt nochmal ein Therapeutikum on top obendrauf kriegen. Was tatsächlich eben in erster Linie neben Neutropenien unter anderem Durchfälle verursacht, also gerade gastrointestinale Probleme, die gut steuerbar sind mit Loperamid, die mit Dosisreduktionen auch gut beherrschbar sind. Aber genau was Sie ansprechen, ist eben dieses große Problem der Compliance. Das heißt, wir wissen ja heute, dass wir schon in der endokrinen Therapie nach einigen Monaten und gerade in den ersten 2 Jahren fast bis zur Hälfte der Patientinnen teilweise verlieren für eine gute endokrine Therapie. Und dann eben nochmal was obendrauf zu geben mit einer höheren Tox, erfordert eben ein komplettes Management dieser Patienten, eine gute Nebenwirkungskontrolle, ein enges Einbestellen. Und ich denke, das ist die Herausforderung einer sicherlich effektiven Therapie. Gar keine Frage, wir wollen Metastasen vermeiden. Das hilft die ganz sicherlich auch, aber es ist eine Therapie mit Nebenwirkungen und deswegen muss man diese Patienten noch besser führen als diejenigen, die schon eine endokrine Therapie bisher bekommen. Und das ist natürlich auch eine Sache der Kommunikation. Wie immer. Die Patientin sollte ihrem Arzt auch zurück
widerspiegeln, wenn Nebenwirkungen auftreten. Richtig, oder wenn Sie mit dem Gedanken spielen, die Therapie abzusetzen. Denn bevor man irgendwie anfängt, irgendwas abzusetzen, dann kann man überlegen, tatsächlich das Abemaciclib abzusetzen, aber die endokrine Therapie weiterzugeben. Man kann davon ausgehen, dass die endokrine oder endokrin-basierte Therapie wahrscheinlich eines der effektivsten Therapien ist, die wir haben, die vielleicht sogar besser wirkt als die lokale Therapie, die vielleicht sogar besser wirkt als die Chemotherapie, auf die Einzeltherapie bezogen. Es ist immer ein Komposit aus mehreren Therapien, aber die endokrine Therapie muss im Prinzip so gut es geht und so lange wie es geht, tatsächlich genommen werden. Jetzt haben Sie ja diese Intermediate Group, also Patienten, wo das Risiko nicht ganz so hoch war, ja, erwähnt. Vielleicht ein, zwei Sätze. Gerne. Das ist quasi eine Gruppe, die wir als Intermediate Risk bezeichnen, also 1 bis 3 positive Lymphknoten mit einem höheren Ki 67, was ja in Deutschland immer wieder kontrovers diskutiert wird. Vielleicht ganz kurz dazu, dieses Ki 67 ist ein Grund dafür, dass in den USA die Substanz zugelassen ist, bei uns in Deutschland nicht. Hier wurden nochmal Daten gezeigt zum prognostischen Wert des Ki 67, also in beiden Kohorten sieht man ganz klar, dass diejenigen, die ein hohes Ki 67 haben, auch eine schlechtere Prognose haben, aber dass auch diejenigen mit einem hohen Ki 67 unabhängig von der Kohorte immer von einer Abemaciclib-Therapie als Add-on zur endokrinen Therapie profitieren. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.